Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe letzte Woche das Video zu meiner Raglan-Liebe hochgeladen und euch gezeigt, wie man ganz schnell ein Bündchen annähen kann. Und es kamen ganz viele Fragen dazu, wie das nochmal ganz genau aussieht und ob ich mal in einem durchfilmen könnte, wie ich so ein Pullover denn dann nähe. Weil das habe ich ja jetzt so stückchenweise gezeigt. Ne? Ja, gar kein Problem. Das kann ich machen. Und ich mache das jetzt mal anhand eines Kinderpullovers. Denn bei uns steht jetzt die Produktion der Pullover für meinen Sohn an. Da habe ich das letzte Mal vor 2 Jahren genäht. Und ja, seitdem habe ich nicht mehr was machen brauchen. Also den Winter, den letzten Winter ging so. Jetzt ist es dran. Jetzt müssen wir wieder welche basteln. Und ich zeige euch einfach mal, wie ich so ein Pullover nähe. Und zwar in der Quick and Dirty, ich nenne es mal ganz, ganz einfach beim Namen Variante, mit der schnellen Bündchen Variante hier. Ne? Also ich komme nochmal ran. Ich finde auch, dass das hier wieder richtig gut geworden ist. Ne? Also da, ich finde auch nicht, dass das irgendwie schlecht aussieht oder dass dass man das so nicht zeigen könnte. Hier auch am Ärmel, also auch da. Ich versuche es nochmal. Es ist richtig gut geworden. Tja, also für mich und meinen Sohn reicht das. Ich sag's mal ganz fies. Natürlich, und das möchte ich auch unbedingt nochmal sagen, ist es jetzt so, dass ich, wenn ich jetzt für jemanden was nähe, Freunde, wie auch immer, ich das so auf keinen Fall machen würde. Ne? Also da würde ich mir die Finger brechen und es fummeln. Denn das würde meinen Ansprüchen da nicht genügen. Eigentlich komisch, aber es ist so. Und das möchte ich hier auch nochmal klarstellen. Wenn ihr irgendwo Handmade-Sachen kauft, dann werden die auch nicht auf diese Art und Weise gemacht worden sein. Ne? Also wirklich nicht. Denn da steckt ganz viel Liebe zum Detail drin. Und da wird jeder, der Kinderkleidung anfertigt, das viel, viel sauberer machen als jetzt bei dieser Variante. Ne? Also es ist mir wirklich wichtig, darauf hinzuweisen, denn falls jetzt jemand drüber stolpert, der nicht näht, weil alle, die nähen, die wissen selbst, wie viel Arbeit da drin steckt. Und auch wenn das bei mir jetzt so ganz schnell und easy aussieht, ich meine, ich brauche für so einen Pullover 15 bis 20 Minuten, dann ist der fertig, wenn ich alles vorbereitet habe und vorher zugeschnitten habe. Aber ich habe auch schon 12 Trillionen genäht, ne? Also das geht mir echt super von der Hand und das ist nicht der Normalfall. So, ne? Da möchte ich darauf hinweisen, denn wie gesagt, wenn jetzt jemand hier drüber stolpert, der nicht selbst näht, das kann so ein bisschen den Eindruck geben, dass das sein Geld nicht wert ist, aber da steckt viel, viel mehr drin. Also das hier ist zum Beispiel auch ein richtig guter Biostoff, was mir dann wiederum wichtig ist, ne? Dass eben da die Qualität stimmt, dass ich weiß, dass ich es waschen kann, anziehen, waschen, anziehen, waschen, anziehen. Also die Pullover, die ich jetzt aussortiere, die würde ich am liebsten auch weitergeben, weil die einfach immer noch gut aussehen. Die sind immer noch toll, aber es ist eben auch kein Schrott, den ich da vernäht habe. Ne? Und mein Kind sucht sich die Stoffe ja selbst aus und hat da auch ein echt gutes Händchen, muss ich mal sagen. So, also jetzt erstmal ab ins Video. Und ich wünsche ganz viel Spaß beim Gucken. Ich hoffe, das klappt mit dem Ton. Das ist ja immer noch so ein bisschen mein Knackpunkt. Aber ich habe jetzt einfach mal gefilmt und mitlaufen lassen. Und ja, wir gucken uns das Ganze mal an. Also, viel Spaß beim Gucken. Tschüss.
So, starten wir mal. Klack, ihr seht's. Hier seht ihr auch wunderschön, na, dass das so von den Einstellungen her. Ach, mach ich dann gleich mal. Also so, ne? Zack. Dann Halsbündchen, das ist das kleine, wird gefaltet. Ich kriege jetzt hier bestimmt gleich Ärger von allen, die total sauber, super ordentlich nähen. Also seht's mir nach, ne? Mein Kind hat sich noch nie beschwert und ja, ich finde das auch völlig okay, wenn ich das so mache. Ich nähe das immer an, ne? Und dann ziehe ich das Bündchen. Dann kommt das hier einmal außen rum. Ich weiß auch gar nicht, wie der Ton jetzt ist mit dem. Ne? So. Ne, hier wieder gucken, dass alles passt. Das ist hier immer noch mit die frickeligste Sache. Und zugegeben, durch die Bindung, ne? Ich habe auch heute natürlich prompt die falschen Schuhe an, ne? Stiefeln. Ich bin ja kein Barfußnäher. Eben, antwortet mir doch mal. Genau. Schreibt mir doch oben mal rein in die Kommentare. Ich mache mal eine Umfrage. Wer von euch denn barfuß näht zu Hause? Das ist ja so krass. Ich weiß gar nicht, das war auf dem letzten Nähtreffen in Lüneburg. Als ich da war, wo eine sogar eine Umfrage gemacht hat. Genau, wer alles mit und ohne Schuhe näht. So, das sieht doch schon mal toll aus. Und jetzt kann man natürlich, wenn man möchte, das hier oben absteppen nochmal. Mache ich jetzt in dem Fall nicht, weil ich das echt ganz schön finde so, aber ich ziehe mir den Schuh aus. Ah. So. Oh ja. Okay, also das mit so Dingsbums-Schüchen geht's nicht. Ich habe ja jetzt schon meine Boots an. Heute regnet es nämlich die ganze Zeit draußen. Wie ist denn das mit der Beleuchtung? Hau die hin oder müsste es so besser? So ist besser, ne? Okay, also hier jetzt schön sauber übereinanderlegen. Auch wirklich gucken, dass es eben hier an der Stelle schön passt, wie gesagt. Und dann einmal durch damit. Ich hebe das hier so ein bisschen an, damit die Schneide das gleich trifft und auch gleich reinnäht. So, übereinander packen. Hier vorne wirklich drauf gucken, dass beides gleichmäßig gezogen wird. Stoff geben. Zack, da kommt auch der dicke Dings durch. So ist es, ne? Und das ist hier oben schön geworden. So, Nummer 1. Dann kommen die Ärmel rein. Die habe ich hier, habe mir vorn und hinten ja markiert. So. Und hier auch, das ist hinten. Das andere ist vorne, also muss das hier ran. Dann nehme ich mir die Nadel jetzt raus, ehe es hier wieder Ärger gibt. Ich weiß, das ist total abenteuerlich wahrscheinlich, wenn ihr das seht. Und das ist wahrscheinlich auch echt peinlich, wenn ich das so zeige. So, jetzt gucke ich immer, das haut aber alles hin. Also hier, ich habe die Art des Shirts jetzt auch schon ganz, ganz oft genäht. Deshalb weiß ich, dass die Proportionen hinhauen. Das würde ich euch nicht empfehlen, wenn ihr das allererste Mal ein Schnittmuster macht. Denn dann kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen. Und eben nicht schön aussehen. Ne? Aber wie gesagt, das kenne ich hier. Wieder abmachen. Wieder anlegen. Und annähen. So. Und alle, die jetzt hier professionell nähen, mal gespannt, wie viel
böse Nachricht für mein Fauxpas hier. So, wieder ran. So, Mensch, Shirt fast fertig. Jetzt, hier auch einmal, ich jetzt auch drüben liegen lassen. Jetzt habe ich ja hier noch zwei, das etwas schmalere, die 10 cm nehme ich als Ärmelbündchen. Wieder links auf links. So, hier drauf. Ein bisschen Überstand gebe ich da vorne immer gern. Na? Und dann eben wieder annähen. Annähen im Sinne von ein paar Stiche machen und dann auf Zug gehen. Und ich kenne das Bündchen jetzt hier auch schon, also wirklich ein etwas weicheres Bündchen und deswegen kann ich auch mehr dehnen, sonst hält das nicht. Das ist aber zum Beispiel so eine Art Bündchen, die ich nicht an Hosen oben ran nähen würde bei Kindern, ne? Also bei Babys. Da kriegt man nämlich wirklich keinen Halt mit hin. Da haben wir meins. Jetzt mache ich die andere Seite, weil ich es gerade in der Hand habe. Gehe auch auf die andere Seite. Oh, da haben wir ja noch eine hübsche. Läuft es noch? Ja. So, übereinander legen. Ein bisschen rein, ein paar Stiche. Die Nadeln drin sind und du hier auch wirklich ohne Probleme ziehen kannst. Ne? Mal sehen, welchen Fehler ich jetzt mache. Ob irgendwas muss doch schief gehen. Ich muss jetzt hier wohl auf der Kamera machen. So. Das haben wir dann auch. So, jetzt hier das gleiche übereinander legen. Und ich mache hier auch immer gar nicht so viel. Dann mache ich die Schneide hier so ein bisschen hoch, ne? Dass die Nadeln oben sind und das Messer eben auch. Schneide ist auch geil, ne? Also das dann auch bis hinten rein. Jetzt kann ich hier wieder kontrollieren, dass die beiden Sachen übereinander liegen. Soll ja dann nämlich trotzdem schön sein, ne? Und dann wird losgenäht. Zack. Wenn alles hinhaut. So, genauso hier, ne? Das ist dann der nächste Punkt, wo ich das übereinander lege. Und ihr könnt das natürlich alles stecken zwischendurch, aber ich schwöre dir, wenn du hier 3-4 Shirts genäht hast, dann ist das gar kein Thema. Das ist jetzt ein Jersey. In Breite 1,45. Nochmal, das ist ein Jersey in Breite 1,40 Meter. Und ich habe 50 cm gebraucht für den Pullover in Größe 122. Genau, mit Bündchen natürlich in dem Fall. So, jetzt haben wir hier einmal alles zusammen. Nun kommt hier das Bündchen unten an den Ausschnitt und gucken, dass das hier ganz gut liegt. Ja. Ah, Achtung, jetzt haben wir natürlich hier das Thema, das hätte ich jetzt wieder vergessen. Mein Kleiner fragt immer, ist ja alles Uni bei mir, Mama, wo ist vorne und hinten? Da ist vorn, hier ist hinten. Und deswegen dachte ich, ich mache ihn vorne
Nee, der sollte bei dem Fußballer rein. Hier so einen kleinen Schnibbel mit dran. Unten. Und den werde ich hier auch mit reinsetzen. Oder am besten auch hier einfach, ne? Hinten dran ist auch gut. Machen wir es kurz vor Ende. Genau. Der soll dann vorne ran. Dann hat er was zum Zippeln und Spielen und weiß, dass das vorne ist. Ich halte nicht viel davon, das umreinzunähen. Wahrscheinlich kennt ihr das Problem, dass die Kiddies das gerne rausgeschnitten haben wollen. Weil es halt kratzt, ne? Kennt ihr ja die Thematik, geht uns ja nicht anders. Fest steht aber, dass er irgendeinen Punkt braucht, um rauszufinden, was welche Seite ist. Und ich das hier eigentlich echt ganz süß fand, das kommt jetzt hier mit rein. Könnt ihr natürlich alles stecken, ne? Also bitte, ihr müsst das hier nicht nachmachen. Wenn ihr euch dabei nicht sicher fühlt. Und wahrscheinlich, das sind wir hier bei dem Thema, ne? Ich weiß auch nicht, ob jede Maschine so einfach über die dann hier 1, 2, 3, das waren ja jetzt 5 Lagen, ne? Darüber geht. So. Auch hier das Schlauchbündchen reicht meistens. Das ist jetzt einmal über die Breite genäht, zugeschnitten. So ein Schlauchbündchen, ganz normal. Sag mal. Seht schon, es ist unten auseinander. So. Jetzt fange ich immer wieder hier oben an. Das war es eigentlich schon. Jetzt machen wir die letzte Seitennaht zu und dann ist der Pullover fertig. Da wieder alles übereinander legen. So, dass es schön passt. Läuft es noch? Ja. So. Jetzt natürlich gern darüber streiten. Also das hätte ich früher nie genäht so mit den verschiedenen Farben, weil mir das Umfädeln einfach viel zu kompliziert wäre. Aber wenn ich mir das nämlich jetzt so angucke, sieht das doch total schön aus. Innen so. Und ja, da sieht man halt nichts. Ne? Jetzt der nächste Fixpunkt ist hier unten. Das ist dann auch der letzte. Ne? Hier wieder schauen, dass es gut übereinander liegt. Und beim Jersey ist halt so, du kannst ja immer noch mal ein bisschen nachzuppeln. Also da braucht man jetzt auch keine Angst haben. Wenn man da ein bisschen zieht, der Stoff ist dehnbar. Und das ist wirklich ist richtig schön hier. Das wird wahrscheinlich, ich schwöre es, weiß ich jetzt schon, das wird ein Lieblingspulli. Ja. Das ist wunderbar. Also das ist echt eine ganz tolle Qualität. So, jetzt haben wir das da drin. Jetzt halte ich es hier nochmal direkt übereinander, damit es auch wirklich schön ist. Das Ende hier unten. Und fertig ist der Pullover. Hoppala. Dann wird der ganze Kladderadatsch, wie meine Oma immer sagte, einmal umgelegt. Und nun werden nur noch die, ach, das ist doch schön, guck doch mal. Und da unten der kleine Schnippel, passt auch genauso, wie ich es wollte. Weiß er, wo vorne ist. und ich finde das nicht schlimm, dass das da oben so ist. Na, jetzt einmal glatt ziehen. Schön sauber das Ganze
durchfädeln und dann hier in der Naht verstecken. Zack. Und unten nochmal abnähen. Also grundsätzlich, wirklich ehrlich, bei dem Bündchen, das ist hier so sauber. Guck doch mal bitte. Ich versuche das jetzt mal hier so. Das sieht so gut aus. Ich mache nochmal eine Aufnahme mit dem anderen, dass ich das überhaupt nicht schlimm finde. Dass, ja, ne? Wenn ein Bündchen, das ist mir nämlich auch schon passiert, ne, bei manchen Bündchenstoffen, die ich dann da rangefrickelt habe, also wirklich ne, unter Schweiß und Fluchen und mit allem drum und dran, und dann springt dir dieses Bündchen an der Naht hier, weil es so dünne ist, ne, hier andauernd auf, oh, dann sieht das genauso hässlich aus. Also, wie gesagt, vielleicht braucht man hierfür ein bisschen Übung, das mag sein. Und ich habe jetzt auch länger gebraucht, als ich es sonst brauche. Selbst hier, da habe ich jetzt eine ganz kleine Ecke drin. Ganz ehrlich, wenn man den Faden da mit Schmackes reinzieht, dann hat man die auch getüncht. Ja, wie gesagt, ich sage euch eins, das sieht immer noch besser aus als den Kram, den ihr in den Geschäften kauft. Das ist wirklich teilweise gruselig. So, und schon ist da oben schön. Ne? So, eins, zwei, drei, einer fehlt noch. So, einmal langziehen. Oben abziehen. Ich hoffe, dass das mit der Lichtsituation hier so einigermaßen hinhaut. Ich muss mir, glaube ich, echt noch Lampen besorgen. Na, geh mal rein da. Obwohl, ich kriege ja eine Deckenleuchte. Ja. So. Schwing, ziehen, rein. Fertig ist der Pullover. Hals. Hinten sauber, fertig. Ich mag sehr, und das wird zu Jeans und so richtig cool aussehen. Ja, super.